Monsignore Leo Marsburg oder Vater Leo, wie Mutter Teresa sie genannt hat. Sie sind der Präsident von Missio Austria und ein langjähriger Begleiter gewesen von Mutter Teresa. Wie war denn Ihre erste Begegnung mit ihr? Sehr normal. Sehr normal. Ich musste übersetzen für einen Bischof. Und gleich nach der Übersetzung hat sie gefragt, Vater, hast du ein Auto? Ich habe gesagt, ja, habe ich ein Auto. Ach, könntest du nicht drei Schwestern zum Flughafen bringen? Und ab dem Moment war ich engagiert. Sie waren über viele Jahre ja wirklich ganz nah mit ihr unterwegs und auch haben Sie auf vielen Reisen begleitet. Die Frage, die Sie wahrscheinlich auch schon sehr, sehr oft gehört haben, aber wie würden Sie sie als Mensch charakterisieren? Was war sie für ein Mensch? Sie war eine fröhliche alte Frau. Sie war vollkommen nicht aggressiv. Mit ihrer ganzen Dynamik und mit ihrem ganzen Durchsetzungsvermögen und trotzdem war sie nicht aggressiv. Sie war nicht so pushy, das müssen wir jetzt und das. Sie hat einen gefordert bis zum Zusammenbrechen, aber ohne diesen Zwang, diesen inneren Zwang. Hat es bei dieser Dynamik auch mal was gegeben, was Mutter Teresa, ich sage jetzt mal, auf die Palme gebracht hat? Wo Sie sagen, da ist sie, neudeutsch würde man sagen, ausgerastet. Nein, restlos ausgerastet ist sie nie, aber sie war keine gute Warterin. Warten war für sie nicht, das war nicht ihre Stärke. Und wenn sie warten musste auf den Papst oder sonst was, dann ist gleich gebetet worden. Dann ist einfach die Zeit ausgefüllt worden durch Gebet. Deswegen, also in dem Sinn, warten hat sie sicherlich nicht, hat sie eher nervös gemacht. Man stellt sich vor, diese Frau schläft dauernd auf dem Boden, würde niemals mit einem Flugzeug verreisen, isst und trinkt wahrscheinlich nichts, weil sie so asketisch auch wirkt. Aber das kann ja nicht sein, sonst würde sie ja, sie ist ja ein Mensch. Ne? Nein, sie war ein ganz normaler Mensch. Sie war sicherlich sehr diszipliniert mit sich selbst. Und ich glaube, dass sie ganz realistisch Gott dankbar war für alles Gute, was er ihr auch in diesem Leben geschenkt hat. Sie war auch dankbar für die Schwierigkeiten, die er geschickt hat. Sie hat immer gesagt, Gifts von Gott, das sind Geschenke Gottes, mit denen wir ihm jetzt etwas geben können. Also sie hat genommen, sie hat einmal gesagt, wenn du einen vollen Teller hast, akzeptiere. Wenn du nichts am Teller hast, akzeptiere. If they put you under a bridge, wenn du unter einer Brücke schlafen musst, akzeptiere. Wenn sie dich in einen Palast setzen, akzeptiere. Dann war kurzes Schweigen und dann hat sie gesagt, as long as you don't choose it yourself, solange du es nicht selber wählst, dann, and then you're free, dann bist du frei. Also diese vollkommene Gottergebenheit, die vollkommene Hingabe hat uns frei, setzt uns frei. Das hat sie gelebt. Und deswegen, wenn sie was zu essen gehabt hat, hat sie es mit Vergnügen gegessen. Wenn man so lange Jahre an ihrer Seite ist, dann ist auch dieses wunderbare Buch jetzt entstanden. Das heißt ja auch Mutter Teresa, die wunderbaren Geschichten. Also Geschichten heißt jetzt, würde jetzt bedeuten, Sie erzählen so, ja, also Geschichten irgendwie, wie man sagt. Aber was erzählen Sie in diesem Buch? Ich erzähle so, wie ich sie begegnet habe und was ich mit ihr erlebt habe und wie ich das verstanden habe. Und diese Geschichten sind schon Episoden. Also es ist nicht eine durchgehende Geschichte, sondern es sind einfach Episoden, die wir zusammengeordnet haben nach bestimmten Aspekten. Und man kann das Buch durchaus teilweise lesen, wenn man aufhören kann. Dann kann man es teilweise lesen. Ja. Aber sonst, es soll das Bild geben, wie ich sie erlebt habe. Ich glaube, das ist das einzige Zeitzeugnis, das ich hinterlassen kann. Ja. Und wenn ich aus diesem Leben gehe, ohne das geschrieben zu haben, dann wird es mir leid tun. Und jetzt bin ich sehr zufrieden. Ich habe geschrieben, was ich schreiben muss. Was anderes muss ich nicht mehr schreiben. Eine wunderbare Frau, die Sie kennenlernen durften. Oh ja, das war ein großes Geschenk. Ein sehr, sehr großes Geschenk. Und ich hoffe, dass viele Menschen sie kennenlernen. Nämlich auch vielleicht nur durch diesen ganz kleinen Beitrag des Buchs. Sie kennenlernen in ihrer Güte, in ihrer Tiefe, in ihrem Gottvertrauen, in ihrem Gehorsam. Sie war durch und durch auf Christus ausgerichtet. Das war für sie das Wesentliche. Ich kann besten Willen nicht sagen, dass sie irgendein anderes Interesse gehabt hätte, das nicht irgendwie verbunden war mit Christus, den Menschen bringen. Sie war Missionarin durch und durch. Dieses Buch treibt diese Mission dann weiter voran. Vielen herzlichen Dank, Monsignore Marsburg.
für dieses Gespräch und auch für die ganzen Eindrücke, die Sie uns jetzt gegeben haben. Wunderbar. Danke sehr. Herzlichen Dank. Danke sehr für die Frage.